So, willkommen von der Hausmeister hier in Peters. Hier füllt sich gerade der Saal. Bisschen behind the scenes werden wir beginnen. Hier ist gerade die Ansprache für die Messe mit Chef und Belegschaft. Guten Morgen zusammen. Und schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, dass alles vorbei ist. Ist sie aufgegeben und freue mich auf die Messe wie ich. Hausmesse ist was ganz Besonderes, weil im Laden unsere Lieferanten und Kunden so wirklich aussehen. So, das Motivationsgespräch vom Chef ist vorbei. Wir stehen vorm Haupteingang. Der Parkplatz hat sich mega gefüllt und ich habe meinen Lieblingsvertreter gefunden hier. Gotti. Und ich kann mir halt dann auch die Wärmedrücke, kann ich mir 4 Positionen speichern, vorspeichern. Wer kennt sie nicht? Die Handwerkertheke bei Hesen und Peters. Und keiner weiß, was hinter dieser Tür da ist. Die zeige ich euch jetzt. Die verschwinden ja immer in dieser Tür und keiner weiß, wo die hinlaufen. Das ist das Lager. Und jetzt Verstecken spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regale und ein vollautomatisches ganz hinten am Ende. Jetzt versteht man auch, dass die manchmal eine Viertelstunde weg sind. Ne? So, das war eine ungefragte Information. Wir haben nicht gefragt, ob wir das dürfen. Keinem erzählen. Mitarbeiter bin ich. Jetzt aber schnell weg. Angekommen bei Haver. Wir haben uns ja schon gesehen in willkommen, jawohl. Nürnberg auf der Messe. Jawohl. Ihr habt eure Schiebetürsysteme vorgestellt. Und wir haben ja angeteasert, dass es noch eine Montagehilfe-Schablone gibt, die ihr vorstellen wollt. Ja, richtig. Dafür sind wir da. Ja, hallo zusammen, recht herzlich. Wir sind hier in Trier bei der Firma Hesen Peters. Auf ihrer Hausmesse. Wir sind hier Aussteller und wollen heute der Klientel Schreiner, Tischler die Montage des neuen Haver Concepta 3 Beschlags vorstellen. Ja, ihr habt gesehen, worüber wir uns jetzt unterhalten, über den neuen Dreh-Einschiebebeschlag Concepta 3. Das ist die neue Broschüre, wo die neuen Türtypen einflüglich beinhalten mit den ganzen Artikelnummern, mit den ganzen Beschlagssets, mit diversen Bilddarstellungen für die Ausführungen. Natürlich haben wir neu seit gestern ein Konfigurationsmodul, wo man diesen Korpus planen kann mit diesen Beschlagstypen, entweder korpusseitig von außen nach innen zu dem Beschlag oder von der Tür nach außen zum Korpus. Wir sind auf unserer Haver Homepage, haver.com, haben hier Haver Konfigurator für den neuen Beschlag. Am Möbel ist aktiv. Wir sind jetzt im Bereich des Konzeptas 3. Wir haben hier dann die Möglichkeit, eintürig oder zweimal eintürig. Wir nehmen mal die Variante, einfach nur zu zeigen, wie das funktionieren tut. Links und rechts muss definiert werden. Und dann kommen wir schon in das Grundschema eines Korpuses mit einer einflügigen Dreh-Einschiebetüre, wo wir noch viele Indikatoren eingeben müssen, um nachher das Ergebnis zu bekommen. Am Ende der Eingabe muss ich eine Mail einfügen und diese Mail schicke ich an Haver. Haver bearbeitet diese Eingabe und sendet die Informationen der technischen Daten, Montagemöglichkeiten zurück mit den Artikelnummern, die bestellt werden müssen. Also, ich zeige euch jetzt die Einfachheit der Montage dieses Beschlages. Wie gesagt, wir haben ja 25 Kilo, 35 Kilo. Wir haben Push und wir haben Pull, das heißt mit Griff oder ohne Griff. Wir können in der Breite, Türbreite 440 bis 750 mm agieren und in der Türhöhe bis 2,70 m. Hier liegt der Push-Beschlag Concepta 25 links. Warum links und rechts wichtig ist, erkläre ich euch. Vom Werkzeug her brauchen wir einen Zollstock, einen Imbusschlüssel, einen Bleistift und nach Möglichkeit kein Taschentuch, sondern einen Lappen, um die Schiene nochmal zu reinigen. Ihr seht hier die Laufschiene und die Führungsschiene und der Montagewinkel für die Push-Funktion sind schon vormontiert, damit wir uns ein bisschen Zeit sparen. Je nach Bautiefe des Korpuses habe ich 3 Bohrungen in der Schiene oben, 3 Bohrungen in der Schiene unten. Je größer ich werde, maximal 4. Das heißt, ich habe oben und unten 4 Bohrungen. Und für den Montagewinkel brauche ich auch 4 Bohrungen, sodass ich maximum 12 Bohrungen habe. Ich brauche keine CNC-Maschine, ich brauche kein Bearbeitungszentrum. Stückzahl 1 ist für jeden Schreiner möglich.
Man muss definieren links und rechts. Das seht ihr hier an den Ausfräsungen und Bohrungen. Man kann die Schienen nicht auf die andere Seite rübernehmen. Man muss dann halt eine neue Schiene bestellen für die richtige Dienrichtung. In der Beschlagsgarnitur haben wir keine Fertigungsanleitung mit 20 Seiten, sondern wir haben nur noch einen Formzettel in Abbildung Bild 1 bis 10, wo der einzelne Arbeitsschritt der Montage des Beschlages dargestellt ist. Nochmal kurz wiederholt, wir haben drei Garnituren für einen Beschlag. In der einen Garnitur befinden sich die Bänder, sämtliche Komponenten, die Montagekeile etc. In der anderen Garnitur befindet sich die Einschiebeinheit und in der dritten Garnitur befindet sich der Hollen. Den Hollen gibt es in zwei Längen, je nach Höhe und je nach Gewicht des einzelnen Korpuses. Circa 2 Meter und circa 2,50 Meter, dementsprechend ist er zu kürzen. Ihr habt ja gesehen, mit dem Konfigurationsmodul haben wir alle technischen Maße erhalten. Das heißt, ihr habt im Vorfeld die Laufschiene und die Führungsschiene zugeschnitten. Es gibt einen Nullpunkt, das seht ihr hier, hinten wird abgeschnitten, hier genauso. Wir haben hier jetzt den linken Beschlag und wir haben den Holm geschnitten. Das heißt, mit einer Kappsäge müsst ihr 3 Schnitte machen, mehr ist nicht erforderlich. Bei dem gesamten Beschlag gibt es ein einziges Bezugsmaß, was ich einhalten muss und damit fangen wir jetzt an. Das ist der Holm. Je nachdem, wie viele Bänder ich habe, brauche ich auch dementsprechend die Montagekeile. Die Bänder werden mit dem Montagekeil verbunden und zusätzlich mit Schrauben nochmal gesichert. Die Montage ist sehr einfach, die haben wir ganz am Ende, zeige ich euch die Montage der Bänder. Das ist die Scharnieraufhängung für das erste Scharnier. Ihr müsst euch vorstellen, die Tür wird nachher aufgehangen wie eine Zimmertüre. Einfach oben in das Band einhängen, in das Scharnier einhängen, sichern, alle anderen Bänder sichern, mit den Montagekeilen anziehen und die Tür hängt. Ganz einfach. Diese Scharnieraufhängung hat ein Bezugsmaß von 117 mm. Das ist das einzige Maß, was ich beim gesamten Beschlag einmessen muss. Es gibt sonst keine Bezugsmaße. Das heißt, wir haben unseren gekürzten Hollen. Ich schiebe jetzt mal diese Scharnieraufhängung rein. Man sieht auf der Montageanleitung genau, wo der Bezugspunkt ist. Ich habe schon Markierung gemacht, 117 mm. Ziehe die zwei Schrauben jetzt mal an. So, Bauteil 1 ist montiert. Dann schiebe ich den Montagekeil von oben nochmal rein für das obere Band. Die anderen schiebe ich von unten rein. Die Position spielt ja keine Rolle, weil die Position der Topfbänder in der Tür ja vorgegeben ist. Und dieses Montagekeil dient nur zur Sicherung der Bänder. Damit ist der Holm mit den Komponenten vorbereitet. Jetzt nehme die Montageeinheit Push 25 links aus dem Karton. Und ihr seht, mehr ist es nicht. In einem DIN A4 Karton, würde ich behaupten, kommt die Montageanleitung plus 2 Komponenten. Das sind die Abdeckteile für die Beschläge sind dabei. Der Ausstoßer ist mit dabei, sehr kompakt. Und das ist alles, was montiert werden muss. Es ist nur noch ein Stecksystem, was ausgeführt werden muss. Ohne Bezugsmaße, nachher wird dieses Stecksystem fixiert. Wir müssen das Seil spannen. 2, 3 Schraubbewegungen noch ausüben und dann ist der Beschlag funktionsfähig. Alle schwarzen Bauteile sind Transportschütze. Ich löse mal den ersten Transportschutz, ziehe einfach mal hier was auseinander. Ihr seht, wie leicht das gehen tut, das alles, lege den Transportschutz zur Seite, nehme jetzt meinen Holm und führe den Holm in das obere Laufwerkaufnahme ein, anschließend in das untere Führungsbauteil dementsprechend. So, einfach einschieben, die zwei Schrauben sichern. So, Punkt 1. Ihr seht, wie einfach das gehen tut. Und das Schöne ist, ich brauche hier keinen Zollstock zum Einmessen, muss keine Markierung machen, brauche keine CNC-Maschine zum Ausfräsen welcher Komponenten etc. So, wir haben das obere und untere Bauteil mit dem Holm verbunden. Jetzt führen wir, bevor wir einführen, habe ich ja gesagt, was brauchen wir? Einen Lappen. Sollte man kurz vorher nochmal die Schienen sauber machen, weil jede Verschmutzung der Schienen hat negative Auswirkungen auf die Laufwagen. Also, wir führen oben mal ein. So, unten dementsprechend. So, dass wir den Beschlag jetzt einmal schon in den Schienen drin haben. Und jetzt kommen wir nur noch zu den Stecksystemen.
angefangen wird von oben hinten nach unten, vorne und ganz zuletzt das Bauteil, was hier letzt reingeschoben wird, da werdet ihr merken, dass der Holm schon in Bewegung geraten tut. Ich habe immer noch das gleiche Werkzeug. Ich ziehe jetzt einfach raus und ziehe dieses Bauteil einfach in die Laubschiene oben rein und arretiere die Sicherungsschraube. Eine Sicherungsschraube nur. So, dann gehe ich her, gehe nach unten und mache unten das dementsprechend genauso. So, ich nehme den Holm ein bisschen bei, nehme das untere Bauteil, führe das genauso hier ein und ihr seht, der Beschlag ist vorkonditioniert. Die Dämpfung ist schon mit integriert. Hier unten habe ich zwei Schrauben, weil wir vorne natürlich mehr Druck aufüben auf den ganzen Beschlag. Und jetzt nehme ich das obere Bauteil, dementsprechend als allerletztes, und ziehe das, weil hier haben wir schon ein bisschen Widerstand. Ihr merkt, die Seile bewegen sich schon, führen das hier auch ein und seht, der Beschlag bewegt sich schon. Und hier die zwei Schrauben unbedingt sichern, damit der Beschlag auch richtig hält. Was haben wir noch? Ihr seht hier die Ausfräsung und ein Loch. In dem Transportschutz, so muss ich sagen, Transportschutz, haben wir den Endanschlag. Endanschlag gleich mit Schraube, damit noch nichts verloren gehen tut. Führen wir jetzt mal ein, das passt alles eins zu eins. Machen die Schraube drauf, wie schnell das gehen tut. Ganz leicht, Endanschlag ist drinnen. Was machen wir nun? Als nächstes entfernen wir den Transportschutz. Legen zur Seite oben, Transportschutz unten. Und jetzt arretieren wir den Holm, weil wir die Seile spannen müssen und die Feinerstellung noch vornehmen müssen. Und wir müssen schauen, dass das Seil hier nicht verklemmt ist irgendwo. Das ist so, da passen wir ein bisschen auf, das passt soweit. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen näher kommen, damit ich euch das zeige. Wir haben hier die Arretierung des Beschlages, oben und unten. Das ist nicht nur die Arretierung des Holmes jetzt bei der Montage, sondern auch die Arretierung für den Transport. Das heißt, wenn der Beschlag fix und fertig montiert ist, auf die Baustelle zu bringen, kann ich hier damit den Beschlag genauso arretieren. So. Beschlag ist arretiert und jetzt seht ihr, jetzt lege ich das Werkzeug weg, ihr seht diese zwei Rollen hier mit einem Pfeil drauf. So, in Richtung des Pfeils wird jetzt das Seil handfest gespannt erstmal. So, wenn ich das gemacht habe, lege ich einfach den Hebel um, hier und hier genauso. Jetzt ist das Seil vorgespannt und jetzt kommt das Feinspannen nochmal. Und wenn wir rumgehen und die haltet die Kamera mal hier drauf, haben wir oben und unten die zwei rot markierten Flächen. Und die muss ich jetzt genau übereinander bringen, indem ich hier an der Schraube drehe. Und jetzt seht ihr, jetzt bewegen sich zwei Markierungen und jetzt stehen sie übereinander. Das heißt, da sind wir korrekt und hier unten machen wir genau das Gleiche. Und jetzt ist der Beschlag schon fast so gut wie fertig montiert. Natürlich habe ich ja gesagt, wir arbeiten hier mit der Push-Variante. Wir haben hier keinen Griff, wir haben die Push-Variante. Das heißt, wir lösen jetzt wieder die Arretierung. So, und wenn ihr jetzt sehen tut, der Beschlag hat die Funktion, er will schon weg. Er hält aber nicht jetzt. Das heißt, ich muss den Ausstoßer, der in der Garnitur ja mit dabei ist, montieren. Ist der Ausstoßer hier, ne, mit der Klammer, die, da die Tür gehalten wird, in die Schiene einfach einführen, eindrehen. Dann schiebe ich den Holm vor, passend, bis die zwei Ausstoßer übereinander stehen. Spanne mal, ihr hört es, es macht Klack. Ziehe die Schrauben an. Funktionstest, so schnell ist der Beschlag montiert. Das heißt, die Innenwand mit dem kompletten Beschlag ist vormontiert, Montage fertig. Sie kann jetzt gesichert werden durch die zwei Schrauben wieder hier. Durch die Feststellbügel, meine ich nicht die Schrauben, Feststellbügel. So, dass es verpackt werden kann und auf die Baustelle transportiert wird. Ihr habt gesehen, wie einfach die Montage ist, wie schnell die gehen tut. Ich glaube, wir haben jetzt maximal 8 oder 10 Minuten gebraucht. Ich in der Anleitung für euch. Das könnt ihr genauso. Wie gesagt, keine CNC-Maschine. Es gibt keine Bezugsmaße, außer die 117 mm von oben für die Scharnieraufnahme. Ansonsten ist alles nur ein Stecksystem. Man muss es nicht studiert haben vorher? Überhaupt also nicht. Man kann da. Weil die Stückzahl 1 ist entscheidend. Die Stückzahl 1 für jeden kann das zu Hause, sage ich mal, über Team gesehen, kann ja. Das bauen. Ja? Ja. So, jetzt baue ich mal kurz das auseinander noch, ja. Ganz schnell. Jetzt wollen wir das in einem kurzen Stück nochmal zeigen mit dem Einhängen der Türe. Ja. Ich zeige euch jetzt mal anhand eines kleinen Musterstückes die Montage der Top-Scharniere mit der Scharnieraufnahme und dem Montagekeil, wie einfach das ist. Auch hier in der Schiene habe ich wieder das Maß, die 117 mm schon mal angezeichnet.
fixiere das Bauteil an der richtigen Stelle. Schieb den Montagekeil einfach rein, positioniere ihn. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Montagekeil ist so und eine Person kann die Türe mit den Bändern aufhängen. Stellt man einfach hier rein und sichert mit dem Montagekeil das Band und zieht diese zwei Schrauben einfach nochmal an. Und schon sind drei oder vier Bänder montiert an der Tür. Genauso die Demontage. Demontage Schrauben lösen, Montagekeil rausziehen, Tür aushängen. Wir haben in dem neuen Band, seht ihr hier, auch verschiedene Verstellmöglichkeiten. Diese Schraube hier ist dafür da, um die Türe 90 Grad oder über 90 Grad zu drehen, damit sie aus der Türe rausfluchten tut. Dieses Teil kann ich die Türe, die Schraube löse ich und kann das Band verstellen in allen Richtungen, kann dementsprechend die Tür von vorne einstellen und muss natürlich sichern. Jede Arbeit, die ich ausführe oder Einstellungen, die ich ausführe am Band, bedeutet, dass ich alle Bänder lösen muss, sonst funktioniert die Technik nicht. Das zu der Endmontage der Top-Scharniere an den Holm. Also, wir haben hier das Modell 1:1. Wie gesagt, das kleinste Höhenmaß ist 1200. Das sind 800 mm. Ihr seht, das ist hier alles press zusammengefahren, aber man könnte das theoretisch auch bauen. Funktion ja auch, ist die Push-Funktion. Drücke drauf, der Flügel kommt alleine raus und die schließen dann. Was aber ganz wichtig ist bei dem Beschlag, so, mach nochmal rum. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Ihr seht, wir haben hier zwei Metallschienen. Diese Metallschienen bitte nicht auf der Alusäge schneiden, sondern mit einer Metallsäge schneiden, weil hier hinten in den Endanschlägen sitzen zwei Magnete, die habe ich euch leider nicht gezeigt, habe ich vergessen. Die halten die Türe immer in der Tasche fest. Das heißt, ein Klappern der Türe in der Tasche, wenn Vibrationen stehen sollten, zum Beispiel wenn ich so einen Beschlag in Wohnmobile montiere oder vielleicht auf Kreuzfahrtschiffen, sonstigen Schiffen, wo Vibrationen entstehen, ist die Tür in der Tasche immer sauber festgehalten. Und beim Ausfahren habe ich die gleichmäßige Ausfahrung von der Tür aus der Wandtasche raus, schließe die Tür dann mit den gedämpften Bändern. Und wenn ihr richtig hingeschaut habt, was ganz wichtig ist bei diesen Türen, gerade bei hohen Türen, sind unsere Ausrichtbeschläge. Die sind ganz wichtig, weil sobald die Tür sich verziehen sollte in irgendeine Richtung, haben wir Probleme mit dem Beschlag. Wir haben ein Profil, was ich einleimen kann oder mit den Beinen festmachen kann, mit Sichtfeld, wie ich drehen muss, damit ich den Bogen aus der Tür rauskriege oder die Tür nach innen reinziehe, dementsprechend natürlich auch noch mit Abdeckkappen. In der Garnitur sind diese Beschläge mit dabei. Man muss sie separat mit der Artikelnummer bestellen, aber gleich konfektioniert auf die Türhöhe, die ich baue. Des Weiteren haben wir nochmal einen Montagebügel. Das heißt, wenn wir eine Außenwand haben, haben wir einen qualifizierten Montagebügel, der separat auch nochmal bestellt werden kann, wo ich diese Wand jederzeit montieren kann, wird einfach gesichert mit einem Stab und je nach Konstruktion, bodentief oder im Sockel, dementsprechend ausgebildet werden kann, sodass ich auch eine leichte Montage der Außenwand habe. Von technischen Maßen möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, wir benötigen in der Tiefe 93 mm für die ganze Einheit, egal ob ich Push oder Pull habe. Und in der Nischenbreite brauchen wir Minimum 55 mm bei einer Türstärke von 18 bis 25 mm. Von der Funktion her, habe ich ja gesagt, können wir nach links einfahren, wir können nach rechts einfahren oder wir können beide Flügel gegeneinander nach innen fahren. Da besteht dann der Zwischenraum bei 110 mm. Ende Mai, Anfang Juni werden wir die zweiflügelige Variante auf den Markt bringen. Wir haben ja in Nürnberg die zweiflügelige Variante auch vorgestellt. Auch hier als Push- und als Pull-Funktion mit Griff oder ohne Griff. Von der Sache her genauso. Ich löse irgendwo einen Druck auf dem Türblatt aus. Das Türblatt faltet sich, stellt sich vor die Tasche und ich schiebe es in die Tasche rein. Der Ausstoßer wird aktiviert, dass die Tür auch wieder rauskommen tut und fährt zur Seite weg, sodass ich sie noch zudrücken muss. Ja, was wir noch hier haben aus unserem neuen Konzept DA 3 ist einmal Hava Junior 100B Akustik. 100 steht für das Flügelgewicht, B steht für die Aufhängung. Akustik ist ganz klar, ich will Raum vom Raum trennen, den Schall trennen. Das ist die Tür von der Messe in groß, ne? Das ist die Tür von der Messe nur in klein, kompakt hier. In der Messe war es ganz groß, original sage ich mal 1 Meter breit, 2,20 hoch. Das ist ein kleines Roadshow-Modell,
was wir dem Kunden vorstellen. Wenn wir jetzt hier stehen, wir hören ein ganz leichtes Geräusch im Hintergrund. Trotzdem, jetzt mache ich mal die Tür auf. Das heißt, mit einer zusätzlichen Komponente, ein Dichtungsset, so nenne ich das mal, löse ich verdeckt liegend in der Schiene die obere Dichtung aus über eine schiefe Ebene. Die Dichtung dichtet gegen das Profil oben ab. Unten genau das gleiche über die punktuelle Führung löse ich die untere Dichtung aus, ich dichte nach unten ab. Und in der Vertikalen habe ich zwei Gummilippen, die auf eine Zarke auffahren, ein Profil auffahren, so dass ich die Tür vierseitig abgedichtet habe. Für den Schreiner ein ganz normaler Schiebetürbeschlag mit einem zusätzlichen Dichtungsset. Und in meinem Verständnis der letzten 30 Jahre Schiebetürmontage ist das nicht machbar. Der Architekt sagt, geht nicht. Und jetzt haben wir die Lösung dafür, dass wir Schiebetüren als Akustikschiebetüren realisieren können, der Verarbeiter, Schiebetüren gegen Lichtdurchlässigkeit realisieren können, Schiebetüren gegen Geruch realisieren können und Schiebetüren gegen Zugluft realisieren können. Egal, welche Anwendungsfall ich habe, ich kann mit dem Türblatt spielen, der Beschlag ist immer der gleiche. So, hier haben wir nochmal das Modell Hava Porta 100 Push to Open. Ihr seht, der Schiebeflügel befindet sich komplett in der Tasche. Das heißt, auch bei schmalen Durchgangsmaßen kann ich den ganzen Platz nutzen, habe keine überstehenden Bauteile. Ich brauche keine Springgriffe vorne zu machen, um den Flügel aus der Tasche zu ziehen. Ich gebe einen leichten Druck, der Flügel kommt aus der Tasche raus und schließt und ich ziehe ihn vorne zu mit dem Dämpfer. Wenn ich ihn öffne, schiebe ich ihn einfach nach hinten und er wird alleine in die Tasche wieder reingezogen. Das heißt, hinten habe ich ein Bauteil, was die Tür reinziehen tut und ausstoßen tut. Das heißt, Push to Open, eine ganz tolle Sache, auch für schmale Schiebetüren. Bis 100 Kilo Flügelgewicht. Und es steht keine Tür mehr 5 cm im Durchgang, um den Griff noch zu fahren. Genau, es steht keine Tür mehr im Durchgang. Ich brauche keine Griffe dran zu setzen, was mir behindern tut. Und auch Gefahr auch des Anschlagens mit dem Finger. So ist das eine ganz saubere, abgeschlossene Lösung. Und ich kann jederzeit den ganzen Beschlag aus dieser Wandtasche rausholen. Ich wünsche euch viel Erfolg mit dem neuen Beschlag. Und wenn ihr Fragen haben solltet, direkt an mich oder meine Kollegen oder Team Hava stellen. Wir helfen euch gerne. Vielen Dank. Morgen. Dalla Heinrich, mein Name. Guten Morgen. Hallo. Kann ich weiterhelfen? Ja. Massivholzschubkästen? Ja, also ganz mit kurz. Sinkung sieht ja, man selten. Genau. Ja. Ganz kurz zu unserem Unternehmen. Wir sind ein Hersteller von Möbelkomponenten, Fertigkomponenten wie Schubladen, Massivholzkasten, 27 Holzarten in drei verschiedenen Qualitäten. Verschiedenen Oberflächen, man sieht, verschiedene Qualitäten. Unter anderem auch fertigen wir das Ganze rundherum. Der Lade, Produzent von Korpus, Arbeitsplatten, Nischenrückwände und auch natürlich Rollladenmatten, wo wir nachher gleich reingehen können und das ganze Sortiment ein bisschen anschauen können. Hier sieht man zum Beispiel eine Fronttür, die was ausschaut wie eine Lade, damit das fortlaufend wirkt. Genau, das durchgehende Bild. Eben da unser Superröhrkabinett, das ist ein wirklich ausgewähltes Holzkabinett, kann Splint und Kern vorkommen, das ist die etwas günstigere Variante. Okay. Ja. Ja. Auch was neu, Trendfarben 2024, das sind verschiedene Beizmuster, verschiedene Beizfarbtöne, wie man hier sieht. Ja. Ja. Können wir noch rüber schauen. Hier sieht man die verschiedenen abgestuften Beizvarianten, die Trendfarben. Bitte? Das ist ein Buchenkasten. Ja, gebeizt. Auch die Zinkungen sind in verschiedenen, das hier sind, sieht man Fingerzinken, sind auch in verschiedenen Varianten möglich. Schwalbenschwanz, halbverdeckt, kann man alles im Konfigurator bei uns im Möbelfertigteile-Shop, was jeder Verarbeiter sich über den Fachhandel anmelden kann, kann sich alle Produkte, Losgröße ab, Losgröße 1, konfektionieren. Und dann wird auf Maß hergestellt? Auf Maß, auf Millimeter wird hergestellt. Jedes Produkt, was man da bei uns am Stand sieht, kann man im Shop, im Möbelfertigteile-Shop auf Maß, Losgröße 1, konfektionieren. Ganz neu in unserem Sortiment, letztes Jahr ein Invest gestartet mit einer neuen Anlagen und bei Firma sitzt in St. Ulrich am Billersee mit einer mannlosen, voll vernetzten Anlage, wo wir Arbeitsplatten und Nischenrückwände praktisch vollautomatisiert produzieren können, auch auf Losgröße 1, wo man das, mit Rundung. Genau, das sind die Core-Arbeitsplatten.
werden auch dann nochmal andere Materialien dazukommen. Und wie gesagt, ob Innenecke, abgerundet, schräg, alles mit Ausschnitte, Spülenausschnitte, Herdausschnitte, alles möglich im Konfigurator zum Konfektionieren. Ne? Hier sind ja so Details, die man als kleiner Schreiner schlecht kalkuliert. Ja, genau. Aber das sind Stunden ohne Ende kaputt machen. Ja? Das kann der Schreiner bei uns im Shop sich konfektionieren und hat sofort seinen Live-Preis. Echtpreis inklusive Versand. Kann kalkulieren, genau. Weiß genau, ganz genau. Was passt. Ganz genau. Was wir zuerst schon gesehen haben bei der Lade, das ist die Moveo-Box. Unsere Lade hat einen Namen, bekommt, hat einen Brand bekommen, damit man sich am Markt ein bisschen abhebt. Weil wir sind im Prinzip einer der größten Ladenhersteller. Das Werk ist in der Slowakei, eigenes Sägewerk, Laubholzsägewerk, wo eben die 27 verschiedenen Holzarten im Prinzip der Laden produziert werden. Auch die Besteckeinsätze, wie man hier sieht. Wie gesagt, das ist ein voll massiv gefräster Besteckeinsatz. Und wenn man hier draußen nochmal sieht, passt auf den Schubkasten, lässt genau. Diese Einsätze kann man auch schon bei uns im Möbelfertigerle Shop individuell auf Maß reinplanen. Man braucht sich nicht mehr berechnen, das macht alles der Shop. Ich gebe ein Außenmaß an und der rechnet automatisch zurück. Man gibt immer die Lade mit der Führung an, mit der Berechnungshilfe, kann dann unter anderem auf Besteckeinsatz gehen und dann sieht man auch dann die Lade, was da, also die Besteckeinsätze, was da reinkonfektioniert werden können, kann man dann schon reingeben. Hier sieht man dann die Besteckeinsätze Sortissimo, ja, auch alles variabel, gibt es fertige Module und unter anderem auch individuell konfektionierbare Sortissimo und Besteckeinsätze. Und das hier ist dann für Gewürze und solche? Ja, genau, Gewürzdosen unter anderem hier, auch für Badmöbel möglich. Da unter anderem sieht man hier jetzt unseren vollmassiven Hosenauszug. Gibt es in zwei verschiedenen Größen, 60 und 1000 mm, also 600 und 1000 mm. Wie man sieht, mit Gummikeder, damit die Hose nicht rutscht. Das ist für mich eine völlig neue Innovation. Ja, ist ein super Produkt, sehr wertig. Gibt es auch in verschiedenen Holzarten. Wie gesagt, auch alles im Shop zum Konfektionieren. Dann wiederum auch Rollladenmatten. Rollog machen wir selber, produzieren auch in verschiedenen Varianten. Mit dem Rollladensystem. Ja. Hier, wie man sieht, der Blauauszug. Auch bei uns im Sortiment. Perfekt abgerundet. Ja, genau. Das Weitere, wie man hier sieht, wenn man da mal rüberschwenkt, die Wandverkleidungen, das ist unser Designpanel. Ja. Ist jetzt nichts, hat nichts mit Akustik zu tun, sondern darum heißt es bei uns Designpanel. Ist eine schwarze, durchgefärbte MDF. Hinten und vorn mit Eichenfurnier belegt. Und geschlitzt beidseitig aufgrund, damit es nicht auf dem Verzug kann man hernehmen für Wandverkleidungen, Deckenverkleidungen, Fronten für Möbelbau, für alles im Prinzip einsatzbereit. Auch ein neues Produkt, im Prinzip für Apothekerauszug. Und wir machen praktisch die Massivholzschütten dazu als Einsatz, ja, wenn man hier sieht. Hier gebeizte Variante, hier Standard Eiche. Das Rundumpaket für hochwertigen Möbel. Jawohl, genau, so ist es. Als Zulieferer. Genau. Ja, tolles Konzept. Wir sind ein Produzent von Möbelkomponenten, für im Prinzip komplette Bandbreite für den Schreiner, Tischler, Montagebetrieb oder Industrie. Ja. Genau. Tolle Sache. Super. Dankeschön. Gerne. Das hier habt ihr nicht auf der Messe gehabt. Das ist ja toll. Genau. Also das sind unsere Folienabreißer, die gibt es in zweifacher Ausführung oder in dreifacher Ausführung, wie sie hier sind. Und unser Sortissimo eigentlich, das ist auch individuell planbar, Losgröße 1, auch mit den verschiedenen Holzarten, Oberflächen. Genau, in 32 mm Raster kann man die Bestellbahn da nehmen. Ja. Genau, wählen mit der Notfräsung hier eigentlich. Ja. Halter, kann ich dann umstecken? Ja, genau. Und 32er Raster kennt er ja mittlerweile. Wer aufgepasst hat, Schreinergesetze, da war es beschrieben. Weißt du, was jetzt noch gut wäre? Was denn? Wenn der Gimbal immer unter Kontrolle wäre. Und das macht, was er soll. Ja. Ja. Also ich glaube, die Aufnahmen waren geil. Waren die ersten Messenbesuche mit der neuen Kamera. Wir haben noch viel mehr. Das hier ist schon wieder eine halbe Stunde lang. Ich glaube, dafür reicht es. Wir hätten noch einen Teil. Wir waren noch bei... Wie folgt dem Auge? Pharmak. Sugasone. Das ist ein Beschlagshersteller aus Japanesien, hätte ich fast gesagt. Ein japanischer Beschlagshersteller, das steht doch. Man muss das nur ablesen. Genau, richtig. So, also so Hava-Qualität. So.
nur nicht ganz so teuer. Und dann waren wir noch bei Budeck Tools. Die machen eine Schneidmaschine für Dämmstoffe. Und kurz waren wir noch bei Bosch und haben uns den Nageltacker angeschaut. Also wer Bock hat für den dritten Teil, kann da unten reinschreiben, machen wir gerne. Nächste Woche gibt es allerdings erstmal ein Projektvideo zur Abwechslung. Und danach könnte man nochmal ein Messevideo raushauen. Das nächste Mal ohne ablesen, bitte. Da stehen vier Sachen. Komm, das hat in der Schule schon nicht geklappt. Schön.